Altaria ist ein Pokémon mit den Typen Drache und Flug, existiert seit der dritten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Wablu. Seit Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir kann es eine Mega-Entwicklung zu Mega Altaria vollführen. Dabei wird sein Flugtypen durch den Fee-Typen ersetzt. Altaria ist ein Pokémon mit himmelblauem Körper und einem weißen flauschigen Torso, welcher an Wolken erinnert. Auf dem Kopf, welcher von einem eleganten langen Hals getragen wird, befinden sich zwei lange Federn. Im Gesicht erkennt man einen weißen Schnabel, links und rechts davon befinden sich zwei weiße Bäckchen. Das Pokémon besitzt zudem vier lange blaue Schwanzfedern. In der Mega-Entwicklung wird sein Körper weniger gedrungen und generell schmaler und das Wolkengebilde um seinen Körper herum bildet sich weiter aus und sein Körper verschwindet teilweise ein wenig in diesem Konstrukt. Seine Farben werden dezent blasser zu einem sehr gräulich wirkenden Blau und die Schwanzfedern teilen sich unten nochmal weiter auf. In der Shiny-Form ist lediglich der sonst blaue Körper von Altaria hellgelb gefärbt. Altaria ist ein Pokémon, welches in seiner Normalform vor allem durch seine defensiven Fähigkeiten heraussticht, in seiner Mega-Form durch seine offensiven. Es erlernt hauptsächlich Statusattacken, die meist dem Typ Normal angehören. Offensiv ist das Verhältnis zwischen physischen und speziellen Attacken recht ausgeglichen. So greift das Gegner beispielsweise mit der Flugattacke Himmelsfeger an oder beschießt diese durch Einsatz der Attacke Feuerodem, welche vom Typ Drache ist, mit Feuerbällen aus seinem Maul. Auch ist es dazu fähig, Kometen heraufzubeschwören und diese auf den Feind stürzen zu lassen, indem es die Spezialattacke Draco-Meteor einsetzt. Altaria besitzt die Fähigkeit Innere Kraft, die es erlaubt, alle Statusveränderungen von Altaria, wie zum Beispiel Vergiftung oder Paralyse, beim Austausch oder nach einem Pokémon-Kampf zu heilen. Die versteckte Fähigkeit Wolke 7, die nur seltene Exemplare besitzen, sorgt dafür, dass Wettereffekte keinen Einfluss mehr auf den Kampf haben und Gegner auch jedoch Altaria selbst diese nicht mehr zu ihren Gunsten nutzen können. Mega Altaria besitzt die Fähigkeit Feenschicht, welche Normalattacken verstärkt und den Attacken von Typ Fee umwandelt, sodass Altaria auch beim Einsatz dieser den Typbonus erhält. Altaria ist ein freudvolles Pokémon, welches seine Freiheit genießt. Bei gutem Wetter stößt es sich in Aufwinde, um in den Himmel zu steigen, schwebt dort gemächlich, tanzt und dreht sich durch die Wolken. Manchmal hört man es aus den Bergen mit seiner Sopranstimme singen. Dieser traumhafte, kristallklare Klang lässt Zuhörer erstaunen und gibt ihnen das Gefühl zu träumen. Wenn sich das Sumsel-Pokémon mit jemandem anfreundet, so hüllt es den Freund in seine wolkenweichen Flügel ein und singt ihm etwas vor. Dabei ist Altaria der zweite Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe, entwickelt sich aus Wablu und kann selbst eine Mega-Entwicklung durchführen. Die Hauptcharakteristika von Altaria, welche durch den himmelblauen Körper mit zwei Federn auf dem Kopf, weißen wolkenähnlichen Elementen sowie einem ebenso weißen Schnabel definiert sind, sind bereits vor der Entwicklung gegeben. Der Körper der Vorentwicklung Wablu erinnert an einen Vogel, dieser ist hierbei komplett blau und seine Flügel sehen aus, als wären sie Wolken. Nach seiner Entwicklung zu Altaria zieht sich die wolkenähnliche Struktur ebenfalls durch die Bauchseite des Körpers. Mit dem Pokémon wächst ein eleganter langer Hals, die Federn auf dem Kopf werden länger. Bei der Mega-Entwicklung fällt auf, dass vor allem die Flügel dieses Pokémon deutlich voluminöser und sein Körper weniger gedrungen werden. Über dem Schweif am Hals und auf dem Kopf ist Mega Altaria durch die vorher bereits in geringerem Maße vorhandenen wolkenähnlichen Verzierungen geschmückt. Hierbei ist der Teil oberhalb des Schweifs so gigantisch, dass er einen Großteil des Gesamtvolumens dieses Mega-Pokémon ausmacht. Zusammen mit wenigen anderen gehört es zu den Pokémon, bei welchen durch die Entwicklung ein Typ durch einen anderen ersetzt wird. Allerdings ist es das einzige, bei dem in der letzten Stufe beide Typen ersetzt werden und somit auch das einzige, wo sich die erste und die letzte Stufe keinen einzigen Typen teilen. Damit gehört es, abgesehen von den Evolutionen, den Entwicklungsreihen mit den meisten Typen und Typenkombinationen an. In den Spielen der Hauptreihe wird dabei die Entwicklung von Wablu zu Altaria auf Level 35 ausgelöst und die Mega-Entwicklung durch einen Altaria-Need. Die Normalform von Altaria nimmt dabei oder ist dabei immun gegen Bodenattacken, nimmt Viertelschaden gegen Pflanzenattacken,
halben Schaden gegen Kampf-, Käfer-, Feuer-, Wasserattacken, doppelten Schaden gegen Gestein-, Drache- und Feeattacken, vierfachen Schaden gegen Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden. Bei der Mega-Entwicklung wird, wie gesagt, der Flugtyp durch den Feentyp ausgetauscht. Dabei wird es immun gegen Drachenattacken, nimmt halben Schaden gegen Kampf-, Käfer-, Feuer-, Wasser-, Pflanzen-, Elektro- und Unlichtattacken, doppelten Schaden gegen Gift-, Stahl-, Eis- und Feeattacken und der Rest macht normalen Schaden.